Herzlich willkommen bei den Xbox Freaks. Ich bin Oskar Elite V2 und zocke heute Sniper Ghost Warrior 2. Hab das Spiel gerade eingelegt, oder besser gesagt, ich hab's vorhin schon kurz gezockt. Start jetzt aber nochmal ein neues Spiel, weil ich hab das Spiel aufgenommen, hab aber am Ende der Aufnahme nach einer guten Stunde festgestellt, hey, du hast nur das Bild, denn die Tonaufnahme war irgendwie beschädigt, hab daraufhin Outer City weggeschmissen, ich starte mal nebenbei das Spiel, hab darauf Outer City von meinem Computer runtergeschmissen und hab mir ein neues runtergeladen, in der Hoffnung, das lässt mich nicht wieder im Stich. Deswegen wird das erste Let's Play jetzt auch nur so um die 10 Minuten, 15 Minuten gehen, werd danach erstmal einen Schnitt machen und dann mit Folge 2 zurückkommen. Da ich halt Angst habe, den Scheiß hier wirklich nochmal zu machen, weil es jetzt das zweite Mal ist. Aber naja, hab mich ein bisschen eingezockt. Der erste Eindruck ist, geht so. Ich lasse euch jetzt ganz kurz mal hier das Intro sozusagen sehen und komme danach zurück. Halt dich diesmal an den Plan, dann bekommen wir keine Probleme. Vor 3 Monaten haben russische Söldner ein Biolabor in der Arktis überfallen. Sie sind mit einer Menge Erreger eines afrikanischen hämorrhagischen Fiebers entkommen. Das Zeug lässt die Pest wie eine Grippe aussehen. Heute Morgen erhielten wir die Bestätigung, dass sie einen Käufer auf den Philippinen haben. Das ist ihr Käufer, Kalalo, Filipino. Einer von Abu Sayyafs dicken Fischen, also ganz oben auf Al-Qaidas Wunschliste. SecDef hat Kalalo zum Gelegenheitsziel ernannt. Bei Kontakt töten. Haben wir den russischen Boss identifiziert? Im Moment nicht, aber das ändert unsere Zielvorgabe nicht. Dieses Einsatzkommando wird alle Parteien am Übergabeort eliminieren und diese Biowaffe zurückholen. Verstanden? Viel Erfolg! Und da geht's auch schon los. Weiter nicht. Keller, du und deine Männer folgen dem Fluss bis zum Ufer hinter der Radarinstallation. Anderson und ich werden jegliche Unterstützung abschneiden. Wie ihr mitbekommen habt, geht es um einen Virus, der in der Welt aufgetaucht ist. Der Virus lässt... Oder besser gesagt, ein Gift sozusagen, der aussieht wie eine Grippe und halt die Menschen tötet. Und wir sollen jetzt den Käufer ausschalten hier und machen uns jetzt auch direkt auf den Weg. Wie gesagt, der erste Eindruck vom Spiel geht so. Ich habe den ersten Teil auch gezockt, besser gesagt das Tutorial, und danach habe ich es rausgeschmissen. Ich habe dem Spiel jetzt noch hier eine zweite Chance gegeben und dachte mir, komm, zock's es nochmal. Was mir halt nicht so gefällt, ist die ganze Zeit diese Dschungelatmosphäre. Ich bin halt lieber so... der Stadtkämpfer, oder würde halt lieber in der Stadt snipen. Hier geht's natürlich auch wieder im Dschungel los. Wir holen uns jetzt hier mal den ersten Typen mit einem geschmeidigen Headshot. Zack, da ist er. Der nächste gammelt hier im Hütchen. Was macht er da? Wenn wir durch Wände gucken können. Ich habe vorhin hier, glaube ich, ungefähr 5 Minuten gegangen, um den auszuschalten, bis ich gemerkt habe, ach, schieß doch einfach mal durch die Wand. Ja, das war eine traurige Aktion vorhin. Geht jetzt alles ein bisschen schneller. Ich bin dann, hab vorhin das Let's Play dann abgebrochen, da war ich an so einem komischen Kirchturm, wo auch das erste Mal die Bullet Time aufgetaucht ist. Das heißt, dass ihr die Kugel wirklich verfolgt bis zum Ziel. Wer damals, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der andere Sniper-Teil hieß, da konntest du auch, da gab es auch so eine Bullet Time, sowas in der Art. Nur da konntest du wirklich sehen, die Gegner von innen, die Knochen, die Organe. Und das hat mir ganz gut gefallen. Das Spiel habe ich auch durchgezockt. Damals hatten wir halt noch keine Let's Plays oder sowas. Haben jetzt frisch angefangen. Sind noch vollkommen neu dabei. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal hier ein bisschen auf Spielen und kehren zurück in die Wildnis und zurück ins harte Sniper-Leben. Jetzt stehen hier 2 Typen am Lagerfeuer. Beide gleichzeitig. Halt, halt, sagt er. Huch, da kommt Verstärkung. Zu viele, wir müssen ausweichen. Bewegen will ich es sage, aber Kopf unten lassen. Folge mir. Dann folgen wir mal unseren, weiß ich, unserem Spotter. Durch das gesumpfte Wasser hier. So sieht die Umgebung hier eigentlich ganz gut aus. Da hinten sehen die Blätter, die Textur ein bisschen komisch aus. Aber so ist ganz okay von der Grafik her. Ich gehe ja immer nicht nach Grafik, ich gehe ja immer eher nach dem Spielspaß. Wir haben zum Beispiel, habe ich letztens mit einem Kumpel mal wieder die gute alte PlayStation 1 ausgepackt. Hat, muss ich sagen, hat auch wirklich wieder Spaß gemacht. Wer es kennt, Diablo 1, wer es nicht kennt, zockt Diablo 1 mal auf PC als Emulator. Wirklich ein geiles Spiel. Da kam Erinnerung aus der Kindheit zurück. Aber wir kehren mal wieder zurück zum Spiel. Ich schweife gerade ein bisschen ab.
Это сказал американец. Он что-то знает, но нам не говорит. Habt ihr das gehört? Von welchem? Also halb habe ich gehört, hab dann ein bisschen gequatscht. Keine Ahnung, darum können wir uns später Sorgen machen. Wir haben ja einen dickeren Fisch an der Angel. Okay, weiter. Vorsichtig. Gehen wir mal weiter hier durchs Wasser. Lassen die da oben auf der Brücke mal zurück. Die Glücklichen. Oh, ein sehr großer Baum. Wie tief soll ich denn noch runter? Also sein Herzschlag hier unten sieht man rechts unten seinen Herzschlag und das da drunter habe ich bis jetzt noch nicht entziffert, was das sein soll. Das sieht aus wie so eine kleine Lunge, aber ich dachte dann am Anfang vielleicht, wenn ich sprinte, geht das runter oder sowas. Aber geht nicht wirklich. Also wie gesagt, vielleicht entziffern wir es noch im Laufe des Let's Plays. Vielleicht bleibt es auch ein Mysterium bis zum Ende des Spiels. Jetzt schalten wir ihn erstmal mit einem gelungenen Stealth Kill in die Achse. Folgen Sie dir, sagt der Spotter Name. Um keinen Schaden zu nehmen, jetzt ist es auch schon wieder weg. In Bauchlage gehen wir hier mal. Bereit. Okay, Boss. Verdammte Scheiße. Ich frag mich, wie der das Boot sehen konnte. Er kann anscheinend durch Steine gucken. Also mein Herzschlag wäre hier ein bisschen höher als 64 in so einer Lage. Tja, musst du halt euch ein höheres Etat lassen können. Huch, da kommt einer. Эй, стой! Заработал! Что? Все равно надо проверить! Ich hoffe, die schmieren unterwegs ab mit dem komischen rostigen Boot. Ja, ballern wir Hirne weg. Zack. Hä, wie... Okay, jetzt war ich vielleicht ein bisschen zu hektisch. Aber auch Sniper müssen mal in den Nahkampf. Mit der Pistole. Vielleicht sollte ich damit... Also, wirklich. Jetzt ist vorbei mit dir. Mission gescheitert. Auf ein neues, vielleicht ein bisschen ruhiger die ganze Sache angehen. Ich glaube, ich habe dem falschen Typen sein Leben genommen. Oh, habe ich jetzt vergessen, ganz A zu drücken. Da müssen wir jetzt wieder den Typen am Lager ausschalten, oder? Bleiben. Nimm den nächsten. Jo. Lass den anderen für mich. Und zack. Ah, da war der Kill in die Achse. Ah, bestimmt da können wir es, um keinen Schaden zu nehmen, musst du die Anweisung Spotters genau folgen. Mal sehen. Mehrere hinter dem zentralen Geländestreifen. Das müssen wir ganz vorsichtig angehen. In Bereitschaft bleiben. Ich sage an, was läuft. Bereit. Vorsicht, Ziel nähert sich in unsere Richtung. Nehmt den Abbruch. Boot in unserem Sichtfeld. Nicht schießen. Verdammte Scheiße. Ja, ich weiß. Abwarten und Tee trinken. Jetzt warten wir mal wieder auf das Boot und verfolgen das spannende Gespräch, wie sie Sprit verloren haben. Ach Gottchen. Könnt euch teure Waffen leisten, alles illegal, aber kein Boot. Ist schon eine traurige Geschichte der Söldner hier. So, jetzt mache ich das hier alles mal ein bisschen geduldiger. Ein Scharfschütze braucht ja Geduld. So, jetzt töten wir wieder unseren guten alten Freund hier. Zack.
Ich weiß nicht, wieso vorhin. Ich glaube, ich habe vorhin eigentlich den gleichen getötet. Ich frage mich, wieso ich erwischt werde. Wurde. Zack, der nächste. Mal sehen, wo er hin will. Wenn man den RT-Knopf nur ganz langsam durchdrückt, sieht man, man hat nicht so einen starken Rückstoß und kann den Schuss besser verfolgen. Ich probiere mir jetzt hier durch so eine kleine Lücke seinen Kopf zu treffen. Zack. Oh, das war wahrscheinlich genau die Halsschlagader. Weiter jetzt. Razor 3-1 gibt mir einen Lagebericht. Hier ist 3-1. Wenig Widerstand am westlichen Ufer. Unsere ungefähre Ankunftszeit am Treffpunkt ist planmäßig. Over. Verstanden, 3-1. Immer mit der Ruhe, Keller. Ura! Oh, was mal? Ist das jetzt mein Typ? Oh Gott, jetzt habe ich gerade mal auf den Laptop. Jetzt renne ich den mal schnell. Ja, gut. Unten bleiben, ich muss erstmal hinter dir kommen. Warte! Lass mich nicht im Stich! Halt! Ganz ruhig. Den beiden auf dem Vorsprung kommen wir nicht unbedingt. Ah, der hat eine schicke Waffe, die würde ich. Na gut, dann wären wir hier nicht mehr im Sniper schwertig. Zack. Komm, kratz dich nochmal an der Nase, oder? Nee, dann tust du mir leid, mein Freund. Ja, Kopfschuss. Zack, ich breche jetzt hier mal, wie gesagt, das Let's Play ab. Wer dann im tut mir natürlich leid, weil mittendrin hier kurz vorm Lager spannend, was jetzt passiert. Seid gespannt. Wie gesagt, ich habe euch am Anfang erzählt, warum das Let's Play nur ein bisschen kürzer ausfällt. Aufgrund des letzten Vorfalls, wo alles hier abgekackt ist. Ich bin OskarElite V2, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in Folge 2 wieder. Tschüss!